Du hast vielleicht Angst vor Haiangriffen oder Quallenstichen, aber im Wasser lauert eine noch größere Gefahr, an die du wahrscheinlich nie gedacht hast. Müll. Eine überwältigende Menge an Plastikmüll überschwemmt jedes Jahr die Weltmeere und verwandelt sie nach und nach in riesige Mülldeponien. Ein Problem, das für die Meeresbewohner und möglicherweise sogar für die Menschen tödlich ist. Falls du noch Zweifel am Ausmaß dieser drohenden Umweltkrise hast, werfen wir einen kurzen Blick auf einige der erschreckenden Zahlen, die beweisen, wie dringend unsere Ozeane gerettet werden müssen. Laut einer Studie, die 2015 im Science Journal veröffentlicht wurde, gelangen jedes Jahr zwischen 4,8 und 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Weltmeere. Die australische Non-Profit-Organisation Five Gyres, die sich für den Schutz der Ozeane einsetzt, schätzt in jenem Jahr, dass sich die Menge des weltweit angesammelten Mülls auf 5,25 Billionen Teile beläuft, was etwa 270.000 Tonnen entspricht. Eine Zahl, die nur noch steigen wird, wenn die derzeitigen Trends in der Plastikproduktion anhalten. Und es sind nicht nur die großen Teile, die man sehen kann. Etwa 269.000 Tonnen Müll, die auf der Wasseroberfläche treiben, die eine ernsthafte Bedrohung darstellen. Eine andere Studie, an der die Meeresbiologin Dr. Lucy Woodall beteiligt war, ergab, dass jeder Quadratkilometer Tiefseesediment auf der ganzen Welt mit etwa 4 Milliarden mikroskopisch kleinen Fasern vermüllt sein könnte. Etwas, das in der wissenschaftlichen Literatur bisher nicht dokumentiert war. Im Jahr 2016 schätzte ein besonders vernichtender Bericht des Weltwirtschaftsforums und der Ellen MacArthur Foundation, dass unsere Ozeane bis 2050 mehr Plastik als Fische enthalten würden. Da diese erschreckende Tatsache immer näher rückt, ist es an der Zeit, sich zu fragen, ist es zu spät, unsere Meere zu retten? Das Zählen und Schätzen der Unmengen von Meeresmüll ist ein akribischer und zeitaufwendiger Prozess. Marcus Erickson, der Mitbegründer des Five Gyres Institute, hat mehr als 4 Jahre gebraucht, um seine Schätzung von 5,25 Billionen Müllteilen aufzustellen. Dazu hat er Proben von 24 ausgedehnten Erkundungsfahrten rund um die Welt genommen. Während dieser Expeditionen sammelte Erickson alles von Bonbonpapier bis hin zu riesigen Bällen aus Fischernetzen. Er registrierte sogar einen aus dem Pazifischen Ozean, der 89 verschiedene Arten von Netzen und Leinen enthielt, die alle um einen 15 Zentimeter großen Teddybär gewickelt waren. Die Plastikproduktion hat sich seit den 80er Jahren bereits vervierfacht. Und da Wind, Wellen und Sonne all das Plastik in winzige Teile zerbrechen, können diese leicht von Meereslebewesen aufgenommen werden, was oft zu deren vorzeitigen Tod führt. Mindestens 267 Arten sind von unserem achtlos weggeworfenen Plastikmüll betroffen, darunter 44% der Seevogelarten und 43% der Meeressäugetierarten. Im August 2014 wurde sogar ein vom Aussterben bedrohtes Seiwalweibchen getötet, nachdem es ein zerbrochenes Stück einer DVD-Hülle verschluckt hatte. Etwas, das völlig vermeidbar war. Eine der am stärksten betroffenen Arten sind jedoch die geliebten Meeresschildkröten. Unglaubliche 86% aller Meeresschildkröten leiden heute stark unter der zunehmenden Plastikverschmutzung. Nach Angaben des WWF Australien sterben jedes Jahr mindestens 1000 Schildkröten, weil sie sich im Plastikmüll verheddern, während 52% aller Meeresschildkröten Mikroplastik gefressen haben, nachdem sie es fälschlicherweise für Nahrung gehalten haben. In den letzten Jahren hast du vielleicht dieses alarmierende Foto gesehen, das im Internet kursiert. Vielleicht dachtest du, es sei ein schrecklicher Versuch, eine Schildkröte so zu fotografieren, als ob sie ein viktorianisches Damenkorsett tragen würde, aber die Realität ist viel ernüchternder. Tatsächlich heißt diese inspirierende Schildkröte Mae West, so genannt nach dem gleichnamigen Feuerig-Temperament von Hollywood-Starlet aus den 30er Jahren. Und sie ist der lebende Beweis dafür, wie ein kleines Stück Plastik verheerende Auswirkungen haben kann. Im Jahr 2007 trafen die Mitbegründer des Five Gyres Institute, Marcus Erickson und seine Frau Anna Cummins, zum ersten Mal auf diese besondere Alligator-Schnappschildkröte, die im Hinterhof der Zoowärterin Debbie Pearson in Louisiana lebte. Vor 19 Jahren war Mae West als winziges Jungtier in einen Ring aus einer Plastikmilchkanne geschwommen, der sich um ihren Mittelteil gelegt hatte. Da Kunststoffe so konzipiert sind, dass sie ewig halten, war ihr Körper gezwungen, um den Ring herumzuwachsen, was zu einer außergewöhnlichen Sanduhrform führte. Selbst nachdem der Ring abgetrennt wurde, ist der Schaden, der Mae West zugefügt wurde, irreversibel. Ihr Rückgrat ist nie normal gewachsen, was bedeutet, dass sie sich in der Mitte verbiegen kann, aber das hat sie bisher nicht aufgehalten.
Nachdem Mae West 2007 in den Abwasserkanälen von New Orleans entdeckt und gerettet wurde, nahm Pearson sie in seine Obhut, bis Marcus und Anna beschlossen, sie an einen Ort zu bringen, an dem sie ihre erstaunliche Geschichte mit der Öffentlichkeit teilen kann. Her name is Mae West, because of her skinny waist. And now she's going to the Star Eco Station in Los Angeles. This beautiful turtle has a new home. And this is why we do what we do. Because all those poorly designed plastics, they have an impact on other life. They can cause lots of suffering to people on the planet. 2011 begannen die beiden, Mae West einen Umzug quer durch das Land zu ermöglichen. Und am 5. Juli 2015 wurde sie in ihr neues Zuhause in der Star Eco Station in Culver City, Kalifornien gebracht. Star ist ein umweltwissenschaftliches Museum und eine Rettungsstation für exotische Wildtiere, die Camps, Besuche und mobile Touren anbietet, bei denen junge Menschen die Möglichkeit haben, etwas über gefährdete Wildtiere zu lernen und mit ihnen in Kontakt zu treten. Hier soll Mae West ein erfülltes und gesundes Leben führen und gleichzeitig die Öffentlichkeit über die schädlichen Auswirkungen der Plastikverschmutzung aufklären. Leider ist die Art der Missbildung, unter der Mae West leidet, nicht so einzigartig, wie du vielleicht denkst. Tatsächlich wird eine andere internetberühmte Schildkröte namens Peanut wegen ihrer ähnlichen Achterform oft mit ihr verwechselt. Peanut, eine Rotwangen-Schmuckschildkröte, wurde 1993 in Missouri entdeckt, nachdem sie sich in einem Plastik-Sixpack-Ring verfangen hatte, der üblicherweise zusammen mit Limonade oder Bier verkauft wird. Weil die Verpackung so stark und langlebig ist, konnte sie nicht durchbrechen, als sie größer wurde. Peanut wurde in einen Zoo gebracht, wo der Plastikring vorsichtig entfernt wurde, aber wie Mae West wird sich sein Körper nie von der jahrelangen Tortur erholen, die er ertragen musste. Da er nicht die aerodynamische, gewölbte Form einer normalen Schildkröte hat, wäre Peanut auch besonders anfällig für Angriffe von Raubtieren gewesen. Laut Dan Zarlenga, einem Sprecher des Missouri Department of Conservation, hätten wahrscheinlich weder Peanut noch Mae West lange in der Wildnis überlebt, wenn sie nicht von ihren gutherzigen Rettern gefunden worden wären. Sicherlich sollten tragische Fälle wie diese ausreichen, um zu beweisen, dass ein so langlebiges Material wie Plastik nicht für Einwegverpackungen und Produkte verwendet werden sollte. Dennoch produzieren wir jedes Jahr mehr als 300 Millionen Tonnen Plastik. 50% davon für den einmaligen Gebrauch. Gegenstände wie Plastikflaschen, Tüten und Kartons werden für ein paar flüchtige Momente benutzt, bevor sie für mindestens 400 Jahre auf unserem Planeten verbleiben. Eines der Plastikprodukte, auf das die Menschen ganz sicher verzichten können, sind Plastikstrohhalme, die weit mehr Schaden anrichten, als du dir vorstellen kannst, während du dein Lieblingsgetränk schlürfst. Eine 2018 veröffentlichte Studie ergab, dass mittlerweile 3,8 Milliarden Strohhalme die Strände der Welt verschmutzen, während allein in den USA jeden Tag etwa 500 Millionen Plastikstrohhalme verwendet werden. Es mag schwer sein, sich die Folgen des Wegwerfens eines einzigen Strohhalms vorzustellen, aber diese unglückliche Schildkröte sollte es dir zu denken geben. Im Juni 2018 entdeckten die Meeresschildkröten-Expertin Christine Figener und ihr Forschungsteam während einer Forschungsreise in Costa Rica diese verzweifelte Olive Ridley-Schildkröte mit einem seltsamen Gegenstand, der aus ihrem Nasenloch ragte. Zunächst befürchteten sie, dass es sich um einen parasitären Wurm handeln könnte, der sich im Gehirn der Schildkröte eingenistet hatte. Als sie jedoch näher kamen, machten sie einen kleinen Schnitt und stellten fest, dass es sich bei dem fremden Objekt um einen Trinkhalm aus Plastik handelte, der in der Nase der Schildkröte steckte und das Atmen fast unmöglich machte. Da das Team meilenweit von der Küste entfernt war und der nächstgelegene Tierarzt möglicherweise nicht für die Behandlung einer Meeresschildkröte ausgerüstet war, entschied sich Figener, den Strohhalm vorsichtig zu entfernen. Das Team benutzte eine Zange und ein Schweizer Armeemesser, die einzigen Werkzeuge, die ihnen zur Verfügung standen, um den 10 bis 12 cm langen Plastikstrohhalm zu entfernen und desinfizierte dann die Atemwege der Schildkröte, bevor sie wieder in die Freiheit entließen. Figener glaubt, dass die Schildkröte den Strohhalm wahrscheinlich versehentlich verschluckt hat, während sie andere natürliche Nahrung zu sich nahm. Um den Fremdkörper loszuwerden, stieß die Schildkröte den Strohhalm dann entweder mit dem überflüssigen Meerwasser durch ihre Nasenlöcher aus oder wirkte ihn wieder hoch, wodurch er im falschen Gang landete. Hätten Figener und ihr Team diese kämpfende Schildkröte an diesem Tag nicht entdeckt, wäre sie wahrscheinlich eine weitere Statistik, die beweist, wie tödlich etwas so scheinbar harmloses wie ein Strohhalm sein kann.
Nachdem wir nun gesehen haben, wie viel Schaden die Plastikverschmutzung den Meeresbewohnern zufügt, sollten wir uns fragen, was wir tun können, um unser Verhalten zu ändern, bevor es zu spät ist. Laut der australischen Wissenschaftsbehörde CSIRO stammen schätzungsweise 80% des Plastiks in den Ozeanen nicht aus dem Meer, wie zum Beispiel aus ausrangierten Fischereigeräten, sondern aus Strandabfällen wie Plastikverpackungen, die ins Meer gespült oder in Flüssen flussabwärts getragen werden. Es gibt keinen Grund, warum ein einzelner Wegwerfartikel wie ein Milchkannenring aus einem Material hergestellt werden sollte, das für die Ewigkeit bestimmt ist. Es ist also an der Zeit, dass große Unternehmen über Alternativen nachdenken. 2018 versprach McDonald's, Plastikstrohhalme in seinen Restaurants in Großbritannien und Irland zugunsten von Papierstrohhalmen zu verbieten, während viele andere Einzelhändler sich auf die Herstellung von Metall- und Glasstrohhalmen konzentriert haben, die Verbraucher zur wiederholten Verwendung kaufen können. Um den Kreislauf des Einwegplastiks zu beenden, haben viele Getränkehersteller begonnen, die klassischen Sechserpackungen zu überdenken, die eine solche Bedrohung für Meeresbewohner wie Peanut darstellen. So haben Coca-Cola und Budweiser den Kielclip eingeführt, bei dem ein biologisch abbaubarer Papierdeckel an der Oberseite der Dosen befestigt wird, damit sie leichter transportiert werden können. Auch Heineken will auf Plastik- und Schrumpffolienverpackungen verzichten und stattdessen Pappdeckel verwenden, wodurch nach eigenen Angaben jährlich 517 Tonnen Plastik aus der Lieferkette entfernt werden. Die Saltwater Brewery in Florida arbeitet zusammen mit dem Startup-Unternehmen E6PR an einer Reihe von umweltfreundlichen Sixpack-Ringen aus Gerste und Weizen, die von Schildkröten und anderen Meeresbewohnern sicher verdaut werden können, anstatt sie zu verschlingen. Es gibt unzählige Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Verpackungen und Produkte überdenken können, um sie umweltfreundlicher zu machen. Das finnische nachhaltige Unternehmen Sulapak hat plastikfreie, biologisch abbaubare Kosmetikbehälter auf Holzbasis auf den Markt gebracht, während Boxed Water is Better für einen erfinderischen Weg zur Abschaffung von Einwegplastikflaschen eintritt, indem stattdessen 100% recycelbare Boxen verwendet werden. In der Modeindustrie hat Adidas in Zusammenarbeit mit der Umweltorganisation Parley for the Oceans Produkte aus wiederverwertetem Plastik hergestellt, zum Beispiel Turnschuhe aus Fäden, die aus illegalen Tiefseekiemennetzen und anderem Meeresmüll gewonnen wurden. Im März 2019 gab es einen großen Schritt in die richtige Richtung, als die Europäische Union ein Verbot von Einwegplastik bis 2021 besiegelte. Hoffentlich wird der Rest der Welt nicht weiter hinter zurückbleiben. Auch wenn diese neuen Gesetze vielversprechend sind, liegt es letztlich an jedem Einzelnen von uns, unseren Lebensstil durch einfache Maßnahmen zu ändern, die viel bewirken können. In erster Linie bedeutet das, dass du dich bewusst darum bemühst, deinen Verbrauch von Einwegplastik zu reduzieren. Versuche, Wegwerfplastik, das du nicht wirklich brauchst, wie Trinkhalme, Behälter zu mitnehmen oder Wasserflaschen, wegzuwerfen und stattdessen wiederverwendbare Versionen mitzunehmen. In manchen Cafés bekommst du sogar spezielle Rabatte und Belohnungen, wenn du deinen eigenen Becher mitbringst. Die erste globale Analyse aller Kunststoffe, die 2018 in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass nur 9% des Kunststoffes weltweit recycelt werden, während der Großteil auf Mülldeponien und in den Meeren landet. Wenn wir nicht aufpassen, wird die Menge an Plastik, die in unsere Ozeane gelangt, weiter in alarmierendem Tempo ansteigen, bis es zu spät ist. Das bedeutet, dass es wichtiger denn je ist, sich für recycelbare Materialien zu entscheiden, um die Menge an neuem Plastik im Umlauf zu verringern und aus den Gewässern fernzuhalten. Es ist leicht anzunehmen, dass Plastik, wenn es erst einmal ins Meer gelangt ist, kein Problem mehr darstellt. Aber das ist definitiv nicht der Fall. Wissenschaftler untersuchen auch die möglichen langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen der Plastikverschmutzung, die durch den Verzehr von mikroskopisch kleinen Plastikverunreinigungen in Fischen und anderen Meeresbewohnern verursacht werden. Mikroplastik wurde bereits in 114 Wasserlebewesen gefunden und mehr als die Hälfte davon landet auf unseren Tellern. Eine Tatsache, die uns Menschen zunehmend Sorge bereitet. Die Plastikverschmutzung lähmt langsam lebenswichtige Ökosysteme der Erde und es liegt nun an uns, sie zu stoppen, damit Schildkröten wie Mae West und andere Lebewesen ohne Angst vor Verstümmelung oder Schlimmerem durch menschlichen Müll leben können. Schließlich ist das nicht nur ein Problem der Schildkröten, sondern das Problem aller. Und es ist an der Zeit, dass wir etwas dagegen tun. Warst du dir darüber im Klaren, wie schädlich die Plastikverschmutzung für unsere Ozeane ist? Und was können wir deiner Meinung nach tun, um das Blatt zu wenden? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen und danke fürs Zuschauen.